Ja, einen wunderschönen Nachmittag aus der LaserTech Arena in Siegen. Wir sitzen heute bei 26 Grad bei uns vor der Arena und möchten euch ein kleines Update geben über die Punkte, die sich bei uns in den letzten Wochen geändert haben oder die neu dazugekommen sind. Kommen wir als erstes mal zu unserer LaserTech for Kids Ausrüstung, die kennt ihr ja bereits. Ab sofort könnt ihr das Angebot auch an Samstagen bei uns buchen. Das heißt, ihr könnt ab 11 Uhr vormittags an jedem Tag in der Woche euren Geburtstag bei uns feiern. Der eigentliche Grund, warum wir das Video heute drehen, ist aber unsere Lootbox. Lootboxen, das ist LaserTech oder Nerf-Ausrüstung, die ihr bei uns ausleihen könnt und mit der ihr zu Hause bei euch im Garten, in der Wohnung oder im Wald spielen könnt. Hinter mir seht ihr schon die erste Box. Das ist die für unsere Blaster Games. Der Alexei wird euch jetzt mal was darüber erzählen, was ihr in der Box finden könnt. In der Box geliefert. Ein paar Nerfs. Strong Arm. Ist eines der zuverlässigsten Modelle derzeit auf dem Markt. Ihr seht da dran auch so ein Gurt. Den könnt ihr euch umbinden, damit ihr auch die Nerf beim Spielen nicht verliert. Abgesehen davon findet ihr in der Box auch solche Westen in zwei unterschiedlichen Farben, einmal in Orange und einmal in Gelb, damit ihr die Teams unterscheiden könnt. Da dran seht ihr auch einen Beutel, da kommt eure Muni rein. Ihr seid ja auch auf dem Feld auch gut ausgestattet. Abgesehen davon finden wir in der Box auch so eine Brille. Sehr wichtig, die tragt ihr bitte auch während des Spiels. Und ihr habt schon gerade gesehen, man kann die hier auch an der Seite einstellen. Also passt ja auch jedem Kind oder jedem Erwachsenen. So, zum Schluss in der Box findet ihr noch drei Zettel. Das ist einmal unser Mietvertrag. Das ist die Inventarliste, damit ihr sehen könnt, was ihr alles in der Box habt. Die gibt es für 4 Personen, für 8 Spieler, für 12 Spieler und sogar für 20 Personen. Mit dabei auch noch eine Spielanleitung. Da wird die Ausrüstung kurz erklärt und hier findet ihr auch nochmal alle Sicherheitshinweise, die ihr beachten müsst, damit euch nichts beim Spielen passieren kann. Habt ihr halt die Brille auf. Die Lootbox zum Ablauf, ihr reserviert das Ganze online, habt einen festen Termin, an dem ihr vorbeikommen könnt, dann holt ihr die Box hier bei uns in der Arena ab und habt das Ganze für bis zu 24 Stunden ausgemietet, zu einem festen Preis. Irgendwann bringt ihr uns die Box dann am nächsten Tag zurück. Spaß. Ihr könnt mit der Box bei euch zu Hause im Garten spielen. Ihr könnt in den Wald gehen. Bei den Nerfs ist das natürlich ein bisschen blöd, wenn ihr draußen damit spielt, weil es kann sein, dass ihr die Feinde dann verliert. Könnt ihr überall benutzen, wo ihr niemanden damit stören könnt. Gut, dann kommen wir zur nächsten Box. Das wäre dann unsere LaserTech-Box. Das mal weg damit. So, und hier hinter mir haben wir auch schon unsere LaserTech-Box. Die sieht ganz genauso aus wie unsere Blaster Games-Kiste. Allerdings ist der Inhalt was anderes. Danke. Genau. In der Kiste finden wir so einen Phaser von Nerf, Alpha Point. Wir können ihn hier vorne oben anmachen. Euer Team dann auswählen, indem ihr unten den Knopf betätigt. Hier oben wechselt sich dann die Farbe. So. Dann nehme ich mal rot. Zum Ausfüllen drückt ihr einmal auf den Trigger. Dann bestätigt ihr das Ganze. Und dann geht es auch los. Dann könnt ihr euch abschießen. Hey! Ich war noch nicht bereit. Es gibt auch die Möglichkeit, hier nachzuladen, neue Energie zu sammeln. Ihr könnt umschalten, ob ihr drinnen spielen wollt, draußen spielen wollt. Ich habe verloren. Das System ist eigentlich schon ganz schön ausgereift. Ihr könnt es aber noch verbessern, wenn ihr es mit eurem Handy koppelt. Das zeigen wir euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Wir kommen mal erstmal noch zu dem Rest der Box. So, genau. Da haben wir hier noch ein paar Westen in unterschiedlichen Farben, damit ihr euch auch unterscheiden könnt von Teams her. Natürlich auch hier eine Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und ganz wichtig auch der Link, um die App runterzuladen. Die ist kostenlos, gibt es im App Store oder im Google Play Store. Genau, in jeder Box findet ihr auch Ersatzbatterien, falls mal was passiert. Auch die Anleitung ist mit dabei, wie ihr die Batterien wechselt. Alles dabei. Okay, kommen wir zur App. Das ablassen wir. Okay, Bluetooth erlauben, ja.
Hat sich den Port noch ganz perfekt. Achso. Ja, das war's auch schon. Jetzt haben wir euch alles vorgestellt, was wir Neues bei uns haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr uns demnächst mal besucht oder vielleicht unsere Ausrüstung mieten wollt. Wie gesagt, das Ganze gibt es für 4 Spieler, für 8 Spieler, für 12 oder sogar 20 Personen. Macht's gut, wir sehen uns. Viel Spaß zu Hause. Genau, du hast was vergessen. Liked uns, abonniert uns. Ach so. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.